This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, kleines Video über Früchte, Obst. Und zwar 7 Dinge, die du über Obst wissen solltest, über Früchte. Und zwar erstens, Früchte sind einfach die artgerechte, natürliche, ursprüngliche Nahrung vom Menschen, die der Mensch ohne Vergiftung konsumieren kann normalerweise. Früchte sind das Einzige, es regt die Augen zuerst an, es regt die Sinne an. Du hast immer diese drei Indikatoren, ob es wirklich die Nahrung für dich ist. Zuerst sieht es der Mensch, die Früchte, es ist immer das, was dir ins Auge springt, die Farben leuchten. Dann der nächste Punkt ist dann der Geruch einfach. Und der dritte Punkt ist einfach der Geschmack. Das ist so die letzte Sperre, die letzte Sicherheit. Wenn du den drei Dingen folgst, wenn du mal wieder bei einem natürlichen Geschmackssinn, bei einem natürlichen Körperempfinden und so weiter angelangt bist, wenn du mal ein paar Jahre Rohkost gemacht hast, dann kannst du durch diese drei Dinge normalerweise immer erkennen, ob eine Pflanze giftig ist oder nicht, ob du die Frucht essen kannst oder nicht und wie viel. Und du kriegst dann immer eine Sperre. Du kannst es gar nicht mehr runterschlucken dann normalerweise. Du schaust es ja erst an, manche Sachen, Tollkirsche oder was, mag auch so ansprechend sein für die Augen, aber du kannst es einfach nicht schlucken. Es kannst du vielleicht noch irgendwie gerade runterdrücken dann. Aber es schmeckt nicht, der Geruch ist dann schon schlecht und der Geschmack sowieso, die letzte Sicherheit dann. Und dann sollte man es einfach nicht essen. Und ja, in der Bibel steht schon, Früchte, es sind die Bäume und Pflanzen, die Samen tragen und deren Früchte sollen euch als Nahrung dienen oder so ähnlich. Auf jeden Fall Früchte, vielleicht noch Kräuter, aber Kräuter sind eigentlich, denke ich, eher nur, ich weiß es nicht, manche sagen gar keine Kräuter oder eher zum Heilen. Ich denke, als Übergang ist es auf jeden Fall sehr gut, weil man auf jeden Fall dann sehr gut zurechtkommt und besser in so eine Ernährung reinspringen kann. Zweiter Punkt, nie kernlose Früchte kaufen. Kernlose Früchte sind einfach gezüchtet in der Natur, würden die gar nicht mehr überleben. Die werden künstlich befruchtet und werden im Supermarkt verkauft oder so. Kauft nie kernlose Früchte. Ja, sollte jedem eigentlich gleich einleuchten. Dritter Punkt ist einfach immer regional, saisonal, biologisch zu kaufen. Biologisch ist einfach weniger Schadstoffe drinnen als in konventionell angebauten. Und regional ist einfach auch mehr, ist näher, ist umweltfreundlicher. Saisonal ist einfach das, was der Körper dann auch normalerweise braucht. Im Winter brauchst du keine wässrigen Früchte. Im Winter sollten wir dann schon mal mehr irgendwie so Nüsse oder eher trockene Früchte essen. Mehr kompaktere Sachen. Ja. Vierter Punkt bei Früchten ist einfach die Einfachheit. Du solltest wirklich einfach essen und auf die Kombinationen achten. Keine Fettfrüchte, Avocados mit Orange oder so essen, sondern wirklich das Einfachste, was du machen kannst. Immer nur eine Sorte zu einer Mahlzeit essen. Beziehungsweise wenn du kombinierst, dann keine Datteln mit Avocados, mit Fettfrüchten oder wenn schon, dann Datteln vielleicht noch. Wenn du dann kombinierst, wenn schon wässrige Früchte, was weiß ich, Orange mit Zwetschgen oder sowas ist noch in Ordnung und sowas. Und da kann man auch noch ein bisschen mischen. Aber ansonsten so wenig wie möglich mischen ist das Beste. Und dann, wenn man mischt, am besten wässrige Früchte miteinander mischen. Oder eben kompaktere Sachen wie Datteln und Bananen zusammen oder sowas, die dann auch ähnliche Verdauungszeiten haben einfach. Fünfter Punkt ist einfach, umso ursprünglicher, umso besser. Umso älter, umso besser die Frucht. Kokosnüsse wesentlich besser als irgendwelche hochgezüchteten Sachen, kernlose Trauben oder sowas, wo du im Supermarkt bekommst. Oder Pflaumen, irgendwelche hochgezüchteten Sachen.
einfach vermeiden, ursprünglichere Sorten nehmen, auch bei Äpfeln und so weiter, mehr schauen, dass man noch ursprünglichere Sorten kriegt und nicht diese ganz hochgezüchteten Sachen. Ja, genau, darauf achten als fünfter Punkt, ganz wichtig. Sechster Punkt ist einfach ganze Früchte zu essen, nicht irgendwelche abgepackten, schon in Stücke gehackte, 3 Tage lang liegen gelassenen Früchte essen, sondern umso frischer, umso besser. Am besten immer eine ganze Frucht direkt frisch vom Baum in deinen Mund. Oder halt einfach nicht so lang liegen lassen. Nicht irgendwie den einen Tag zerhacken und dann 3 Tage später essen, eine Melone in 10 Stücke schneiden, dann 10 Tage im Kühlschrank lassen oder was weiß ich. Umso mehr Energie ist drin, wenn du es ganz lässt, umso mehr Leben ist drin. Und darauf einfach drauf Punkt. achten. Und als letzten und siebten Punkt noch, umso frischer, umso besser halt einfach. Zum einen halt, wie vorher gesagt, nicht zerstückeln und so weiter. Aber auch umso frischer, umso besser, umso kürzer es rumgelegen hat, das Gemüse, umso kürzer es gelagert hat. Keine Äpfel oder so nach einem Jahr oder so noch essen, die irgendwie ewig gelagert haben. Auch Nüsse und so weiter. Umso kürzer die Zeit ist vom Baum in deinen Mund, umso besser einfach. Punkt. Das war's. Ja, das waren so meine 7 Punkte. Ich hoffe, die helfen euch ein bisschen weiter. Und ihr achtet ein bisschen drauf. Das sind also so die wichtigsten Punkte, die man beachten sollte. Grundsätzlich einfach immer in die Natur schauen. Das Einfachste, das Ursprünglichste, das nicht hochgezüchtete, umso weniger behandelt, umso ursprünglicher, umso besser. Macht's gut, Leute. Ciao.